Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Rechnungshofdirektor, werte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass die Gefahr besteht, dass ich mich wiederhole. Kommt das eine oder andere Mal in einer Wortmeldung von mir vor, dass die Kontrolle, die Kontrollfunktion, die wir als Landtag wahrnehmen, eine unserer zentralen Kernaufgaben ist. Und ich glaube, es ist uns allen zusammen bewusst, dass das nicht immer lustig ist, dass man sich mit dem nicht immer Freunde macht, dass man sich mit dem nicht immer beliebt macht. Aber das ist schlicht und ergreifend unser Job als Abgeordnete des Oberösterreichischen Landtags. Wir haben dabei nach dem Rechnungshofgesetz ein Organ, das uns als Landtag unterstützt, das ist der Oberösterreichische Landesrechnungshof. Und ich glaube, es ist uns allen gemeinsam bewusst, wir könnten unsere Arbeit nicht machen, hätten wir den Landesrechnungshof nicht und hätten wir den Landesrechnungshof vor allem in dieser Qualität nicht. Ein Blick in diesen Tätigkeitsbericht reicht in Wirklichkeit, dass man sieht, was da an Qualität abgeliefert wird. Und ich zitiere jetzt nicht die 32 Prüfungen, die im vergangenen Jahr stattgefunden haben. Aber wenn man sich nur auszugsweise ansieht, was geprüft worden ist, von Nachbesetzungsmanagement von Dienstposten im Landesbereich, Förderung von Sportinvestitionen, ich erinnere an die Stadiondiskussion, Grundstücksankäufe am Attersee, über die wir heute noch reden werden, oder auch Folgeprüfungen wie Kulturförderung der KTM Motorhall oder des Oberösterreichischen Landesmuseums Depot, da war schon einiges dabei, was ordentlich geraschelt hat. Geraschelt hat es aber nicht um des Raschelns willen, sondern weil es da schlicht und ergreifend um Steuergeld geht, um das Geld der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Da ist teilweise auch eine beträchtliche Summe bei Prüfungen in den vergangenen Jahren zurückgekommen. Geld, das wir den Oberösterreichern und Oberösterreichern zurückgeben haben können, weil der Landesrechnungshof mit seiner Expertise die Basis dafür gelegt hat, dass Aufklärung passiert ist, dass Dinge transparent passiert sind und dass letztendlich auch Prozesse verbessert worden sind, dass sich Vorgänge, die passiert sind, in Oberösterreich auch gar nicht mehr wiederholen können. Dass das funktioniert, liegt aus meiner Sicht auch an dem Ruf, den sich der Landesrechnungshof nicht erst in den letzten 10 Jahren in Oberösterreich aufgebaut hat. Er gilt als unabhängig, als unbeeinflusst, als unbestechlich. Und das liegt zu einem guten Teil, das hat der Landesrechnungshofdirektor schon gesagt, an einem hervorragenden Team, das dort arbeitet. Ein Team, wo der Dank schon ausgesprochen worden ist, auch von dir, Herr Direktor, ein Dank, dem wir uns, glaube ich, als Landtag auch uneingeschränkt anschließen können. Wie es allerdings dem Naturell des Herrn Direktors entspricht, hat er dabei natürlich darauf verzichtet, sich selbst zu erwähnen. Ein funktionierendes Team ist nämlich nur dann ein funktionierendes Team, wenn man weiß, dass an der Spitze jemand steht, der überzeugt davon ist, dass da gute Arbeit geleistet wird, der dafür gerade steht, dass auch unbeeinflusst gearbeitet werden kann, der hin und wieder auch ein bisschen etwas aushalten muss in einer öffentlichen Diskussion. Deswegen von mir nicht nur der Dank, der explizite Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern vor allem auch an dich, Herr Direktor, für diese Arbeit, die nicht nur im letzten Jahr, sondern in den 10 Jahren geleistet worden ist. Wir haben heute in der Früh, und das halte ich für wichtig zu betonen, einstimmig eine Nachfolge bestimmt, die mit 1. Jänner 2023 die Funktion des Direktors einnehmen wird. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Qualität, die der Landesrechnungshof uns als Landtag liefert, auch der Öffentlichkeit liefert, dass das zweifelsfrei so beibehalten werden kann, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Nicht nur weil ich Rudolf Roscher für eine ausgezeichnete Wahl halte und ihm das mit seinen Erfahrungen einerseits aus dem Bundesrechnungshof, andererseits auch aus der Privatwirtschaft zutraue, dass er dieses Team führt und weiterentwickelt, sondern auch, weil Rudolf Roscher auf ein funktionierendes Team mit höchst kompetenten Leuten zurückgreifen kann und da auch sichergestellt ist, dass Kontinuität besteht und dass das, was erarbeitet worden ist, in den letzten 20 Jahren weitergeführt werden kann. Ich gratuliere recht herzlich dem designierten Nachfolger und ich freue mich trotzdem noch auf die 6 Monate, die wir mit dem amtierenden Direktor verbringen dürfen, weil ich glaube, wir werden auch im Herbst wieder den einen oder anderen Rechnungshofbericht hier debattieren, wo es wieder raschelt, wieder nicht um des Raschelns willen, sondern weil es um Steuergeld geht. Recht herzlichen Dank auch für deine Arbeit und recht herzlichen Dank an dein Team.